Zweite Folge von America Decides 2020. Heute in der Web-Talk-Reihe zur S-Wahl widmen wir uns den nationalen Parteikonventen und auch den Vizepräsidentschaftskandidatinnen in diesem Fall seit diesem Jahr, muss man das sagen, zum dritten Mal darf man es. In der heutigen Episode, wie eingangs gesagt, sind wieder dabei Dr. Patrick Horst und Dr. Philipp Adorf von der Universität Bonn, die quasi die konzipierenden Protagonisten und auch Politikwissenschaftler sind, die diese Reihe unterstützen. Ich freue mich sehr. Dr. Philipp Adorf ist vor allem spezialisiert auf die Geschichte der Republikanischen Partei und auch Race Relations. Und Dr. Patrick Horst ist Experte vor allem in der vergleichenden Demokratieforschung und auch das System der USA und auch natürlich der Bundesrepublik. Innerhalb unserer Reihe dürfen wir ja jede Woche eine Expertin und einen Experten begrüßen, mit denen wir dann gemeinsam Themen zu der US-Wahl besprechen, sei es der Einfluss des Geldes, der Medien, der verschiedenen Kandidaten, die wieder zur Verfügung stehen dieses Jahr, der Systeme, auch der Kongresswahlen, der Einzelstaatswahlen. Wir schauen uns Diverses an. Heute, wie gesagt, widmen wir uns den Parteikonventen und auch der speziellen Rolle der vor allem Vizepräsidentschaftskandidatin der Demokraten. Und deshalb darf ich ganz herzlich heute in unserer Runde auch begrüßen Professor Dr. Sabine Silke, ebenfalls von der Universität Bonn. Frau Silke ist zum einen Lehrstuhlleiterin von Literatur und Kultur Nordamerikas an der Universität Bonn und zudem leitet sie dort auch den North American Studies Program und das German Canadian Center. Ihre vor allem Forschungsschwerpunkte und aktuelle Publikationsschwerpunkte beziehen sich zum einen auf die MeToo-Bewegung und vor allem für heute sehr interessant, Gender Matters, in Bezug auf den US-Wahlkampf. Deshalb sind wir gespannt, was Sie vor allem dann zur demokratischen Präsidentschaftskandidatin, Vizepräsidentschaftskandidatin Kamala Harris sagen wird später. Wir ermutigen Sie vor allem, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sich natürlich auch rege an unserer Diskussion zu beteiligen. Dies können Sie, indem Sie jetzt kurz unten auf Ihrem Bildschirm schauen. In der Zoom-Leiste sehen Sie einen sogenannten F&A-Button. Wenn Sie den anklicken, können Sie anonym, aber auch sehr, sehr gerne namentlich Ihre Fragen an unsere Expertin oder auch unsere beiden Experten richten. Ich werde mich bemühen, möglichst viele von Ihren Fragen einzubinden in unsere Diskussion. Sehen Sie uns nach, falls Sie sich rege beteiligen, worüber wir uns natürlich freuen, dass wir vielleicht nicht alle heute beantworten können. Ansonsten haben wir es so aufgebaut, dass wir erst kurze Impulse von Dr. Adorf und Dr. Horst heute zu den Parteikonventen der beiden Parteien erhalten, ehe wir uns dann auch auf die Vizepräsidentschaftskandidaten und da vor allem eben der Demokratin mit Professor Sabine Silke befassen. Und wir würden Sie daher bitten, vielleicht thematisch ein bisschen Ihre Fragen anzupassen. Am Ende geben wir auch gerne noch Zeit, wo wir noch einen großen Mix an Fragen beantworten. Denn natürlich sind alle drei in der Lage, auch darüber hinaus verschiedene Einschätzungen rund um das Thema US-Wahl zu geben. So, und with no further ado, gebe ich jetzt erstmal ab an Dr. Philipp Adorf, der uns ein bisschen einführt in das Thema Parteikonvente und Republikaner. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite noch einmal. Willkommen an alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Parteitage fanden dieses Jahr in einer noch nie dagewesenen Form statt. Und sicherlich auch rückblickend wird man sagen können, dass betrachtet auf den ganzen Wahlkampf die Parteikonvente die Ereignisse waren, die mit am stärksten durch die Pandemie beeinflusst waren. Jedoch muss man sagen, dass die Konvente heutzutage ohnehin nicht unbedingt ihren originären Sinn verfolgen. Bis in die 1960er Jahre war es oftmals so, dass man am ersten Tag des Parteikonvents noch nicht wusste, wer wirklich der Präsidentschaftskandidat wird. Das heißt, damals wurde eher in den Hinterzimmern des Parteitages von mächtigen Parteifürsten entschieden, wer dann für die Partei in den Präsidentschaftswahlkampf gehen soll. Heute mit dem Ausbau der Präsidentschaftsvorwahlen, die wir auch letzte Woche besprochen haben, seit den 70er Jahren, wissen wir aber hingegen schon eher zumeist im März, wer Präsidentschaftskandidat wird. Und die Parteikonvente sind somit eigentlich nicht viel mehr als Krönungszeremonien geworden. Auf diesen Parteitagen wird gerne auch nochmal ein Parteiprogramm ausgearbeitet, dieses Mal zumindest auf republikanischer Seite nicht. Aber es sind halt 4 Tage, in denen alles auf den Präsidentschaftskandidaten zugeschnitten ist und in dem dieser Kandidat und auch die Vizepräsidentschaftskandidatin oder Kandidat der Öffentlichkeit näher gebracht wird. Auf republikanischer Seite sahen wir ja, dass Donald Trump im Gegensatz zu Joe Biden sehr lange an einem normalen Konvent festhielt. Das heißt, er wollte bis in den Sommer hinein einen ganz normalen Parteitag durchführen.
Einer dieser Gründe hinter dieser Motivation, also der erste Grund war sicherlich, um ein Zeichen der Normalität zu setzen, dass man auch wieder Großveranstaltungen durchsetzen kann. Aber ein weiterer Grund war der erhoffte sogenannte Convention Bounce. Dieser Convention Bounce, das ist ein Anstieg, den Kandidaten zumindest historisch nach ihren Parteitagen in den Umfragen erhalten. Bounce ist eigentlich auch eine ganz gute Beschreibung, weil es impliziert, dass es nach oben geht, aber dieser Bounce dann auch irgendwann wieder nach unten geht und etwas abflacht. Diese Hoffnung von Trump basierte sicherlich auch darauf, dass er früh sah, die Demokraten machen einen E-Parteitag, einen virtuellen Parteitag, und wenn er einen normalen Parteitag umsetzt, dann ist vielleicht auf seiner Seite dieser Anstieg etwas größer, weil man für 4 Tage ohne große Gegendarstellungen die eigene Partei halt bewerben kann. Aber wir sehen, dass auch in den letzten 20 Jahren dieser Anstieg in den Umfragen nach den Parteitagen erheblich geringer geworden ist. Das hat ein Stück weit damit zu tun, dass die Parteitage in den letzten Wahlzyklen in aufeinanderfolgenden Wochen stattfanden, während in den Jahren zuvor oft 2 bis 3 Wochen dazwischen lagen. Das heißt also, die Aufmerksamkeit wechselt sehr schnell. Und wir haben auch eine sehr polarisierte Gesellschaft. Wir haben 2 Parteien, die ideologisch sehr weit auseinanderstehen. Das heißt, die Wähler, die sich vorstellen können, entweder für einen Demokraten oder Republikaner stimmen zu können, die Wechselwähler, die sind immer weniger geworden. Und es muss konstatiert werden, dass zum Zeitpunkt der Parteitage, also im August oder im Juli, ein Großteil der Bevölkerung sich schon entschieden hat. Das heißt, es ist nicht überraschend, dass auch dieses Mal dieser Convention Bounce, Convention Bump relativ gering aussah. Sie sehen hier Daten von 538. Mitte August, am Wochenende vor dem Demokratischen Parteitag, war Bidens Vorsprung bei 8,5 Prozentpunkten, und entsprechend der jüngsten Daten war er bei 7,5 Prozentpunkten. Und Sie sehen auch an dieser Trendlinie, dass sich da nicht sonderlich viel geändert hatte. Trump hat Ende August einen leichten Bump scheinbar erhalten, aber das ist wirklich auch marginal und jetzt nichts wirklich statistisch Signifikantes. Das heißt also, der Republikanische Parteitag war nicht der Game Changer, den sich Donald Trump erhofft hatte. Es war ein Parteitag, der zumindest aus meiner Sicht überraschend reibungslos verlief, weil man bis zum Wochenende vor dem Parteitag selbst nicht so genau wusste, zumindest die Öffentlichkeit wusste nicht, wie der jetzt durchgeführt wird. Im Vergleich zum Demokratischen Parteitag war er vergleichsweise konventionell. Es gab wenig Videos aus Wohnzimmern. Die Republikanische Partei hatte ein Auditorium gemietet mit großen amerikanischen Fahnen, mit klassizistischen Säulen. Das sah also relativ vergleichsweise normal aus. Wir hatten diese Odyssee, dass der Parteitag erst in Charlotte stattfinden sollte. Dann ist er nach Jacksonville umgezogen, weil in North Carolina zu viele Restriktionen hinsichtlich Corona umgesetzt wurden. Dann sah sich der Gouverneur von Florida auch gezwungen, Restriktionen einzuführen, sodass man schlussendlich in Charlotte selbst nur einen sehr, sehr kleinen Parteitag durchführte mit wenigen Delegierten und die Reden dann aus Washington größtenteils kamen. Wie sah der Parteitag selbst aus? Ja, ich habe es ja anfangs schon gesagt, das große Ziel ist eigentlich, oder die Objective ist, eine Krönungszeremonie umzusetzen, aber auch programmatisch sich an das Volk, an die Wählerschaft zu wenden. Das war dieses Mal auf republikanischer Seite nicht der Fall. Das war eine ähnliche Odyssee wie bei der Suche nach einem Veranstaltungsort. Die Republikanische Partei oder das RNC, das Republican National Committee, sagte erst, wir nehmen einfach das 2016er Programm noch einmal, was natürlich ein Stück weit merkwürdig ist. Wenn man 4 Jahre im Amt gewesen ist, sollte man eigentlich doch irgendetwas vorzeigen können. Dann sagte man kurz vor dem Parteitag, okay, wir haben jetzt eine Seite, auf der steht, wir unterstützen weiterhin das America First Programm des Präsidenten enthusiastisch. Und dann wirklich am Abend vor dem Parteitag wurde von der Trump-Kampagne auf der Webseite noch schnell ein 50-Punkte-Programm veröffentlicht mit sehr grundlegenden Vorstößen, 10 Millionen Jobs in 10 Monaten, eine Rückkehr zur Normalität, bessere Infrastruktur, eine permanente Mondbasis. Also alles Punkte, die doch ja, sehr bare bones waren, die aber den Vorstoß von Jared Kushner aufgriffen, der schon im Frühjahr gesagt hatte, so ein langes Parteiprogramm brauchen wir eigentlich gar nicht. Eine Seite, die reicht doch, und damit können wir uns dann an die Wählerschaft wenden. Auch wissenschaftlich ist das ein bisschen enttäuschend, weil man anhand der Parteiprogramme immer sehr gut ablesen kann, wie sich die Parteien verändern. Bei der Republikanischen Partei ist das so ein Thema wie Abtreibung.
Bei der Demokratischen Partei kann ich Ihnen nur raten, schauen Sie sich beispielsweise mal das 1996er Parteiprogramm an der Plattform, also nach diesem Web-Talk vielleicht, und suchen Sie dort nach dem Thema Illegal Immigration. Und da werden Sie Standpunkte finden, die heute in der Demokratischen Partei definitiv nicht mehr vorzufinden sind. Also das nur als Ratschlag, 96er Parteiprogramm der Demokraten. Der Parteitag selbst war organisatorisch eigentlich in zwei zentrale Pfeiler unterteilt. An den ersten beiden Tagen wurde eine republikanische Partei dargestellt, die eher moderat war. Es kamen viele ethnische Minderheiten zu Wort, afroamerikanische Politiker beispielsweise, die halt aufzeigen sollten, auch die Republikaner sind eine Partei der Diversität. Also uns wird vorgeworfen, wir wären eine Partei der Weißen. Nein, man kann auch als schwarzer Amerikaner Republikaner sein. Da wurde dann auch Joe Biden unter anderem einen Kommentar vorgeworfen. Er hatte vor ein paar Monaten in einem Interview gesagt, wenn du als schwarze Person nicht weißt, ob du für mich oder Trump stimmst, dann bist du nicht schwarz. Das war natürlich halb scherzhaft gemeint. Biden ist ja jemand, der gerne manchmal mit Worten ja, etwas vielleicht daneben liegt oder sich etwas problematisch ausdrückt. Aber das Argument der republikanischen Minderheiten war dann, nein, wir sind frei, also wir können frei entscheiden, wir gehören nicht der demokratischen Partei. Und die Speaker an den ersten beiden Tagen waren dann, wie gesagt, sehr viele Minderheiten. Tim Scott, der einzige schwarze Republikaner im US-Senat, Nikki Haley, die ehemalige UN-Botschafterin Trumps, eine der wenigen Personen in der Trump-Administration, die ohne Streit die Administration verließ, und beispielsweise auch der sehr junge Daniel Cameron, der Attorney General in Kentucky ist. Und auch hier wurden insbesondere halt Wählergruppen angesprochen, die 2018 in den Zwischenwahlen der Republikanischen Partei den Rücken gekehrt hatten. Gerade weiße Wählerinnen, Suburban White Women, die vielleicht ideologisch durchaus konservativ sind, die aber mit Donald Trump als Figur nicht wirklich viel anfangen können. Und das Ziel war hier aber ein bisschen, ja, aufzuzeigen, wir sind eine Partei, für die man sich nicht unbedingt schämen muss, sie zu wählen. Also es gibt auch noch Republikaner außerhalb von Trump. Es ist eine diverse Partei. Es gibt starke Frauen in dieser Partei. Nikki Haley als Tochter von indischen Einwanderern, auch Personen, die die klassische amerikanische Erfolgsgeschichte symbolisieren. Und das auch so als Kontrast zum Demokratischen Parteitag, der über Rassismus sprach. Da war das Argument der Republikaner, wir sind ein Land, in dem es immer noch viele Möglichkeiten für Einwanderer und für Minderheiten gibt. Gerade an den beiden letzten Tagen wurde dann aber die Aufmerksamkeit eher auf die Basis gelenkt und denen so ein Stück weit Red Meat vorgeworfen. Es gab Warnungen vor der radikalen Linken, die Joe Biden kontrollieren würde, also Biden in gewisser Weise einfach nur als Marionette der Linken. Das Ganze wurde übrigens schon in der ersten Rede des Parteitages aufgegriffen von Ronna McDaniel, die Vorsitzende des RNCs, also des Organisationsgremiums der Partei. Und sie sagte, Biden und Harris seien das most radical socialist extreme far left ticket in American history. Also eine tautologische Überdosis. Aber es kam auch beispielsweise ein kubanischer Migrant kam zu Wort, der sagte, er habe Fidel Castros Kuba verlassen. Und wenn er sich jetzt die amerikanischen Städte anschaut, wie Portland, das würde ihn erinnern an die Zeit auf Kuba. Und ein zweiter Punkt halt, nicht nur die radikale Linke wird im Falle eines demokratischen Sieges das Land dominieren, sondern auch das Thema der Gesetzeslosigkeit. Es wurde immer wieder gesagt, auch in Trumps Acceptance Speech, in Joe Bidens America you won't be safe, also in Joe Bidens Amerika wird es so aussehen wie in bestimmten demokratischen Städten, wo dann argumentiert wurde, immer wieder von republikanischer Seite, schaut euch Portland an, schaut euch Chicago an, Seattle, was passiert dort? Mord und Totschlag, Unruhen, Bürger trauen sich nicht mehr auf die Straße. Das ist das Amerika, was euch droht, wenn Joe Biden gewinnen sollte. Und natürlich haben auch einige Kommentatoren erkannt, wir leben momentan in Donald Trumps Amerika. Das heißt also, diese Vision eines Joe Biden-Amerikas könnte in gewisser Weise eine Art strategisches Eigentor gewesen sein. Und wir haben ja auch in den Umfragen gesehen, dass dieser Law-and-Order-Kurs, diese Fokussierung trotz gewisser gewaltsamer Proteste momentan Donald Trump noch nicht wirklich geholfen hat, dann wir befinden uns bei den Umfragen momentan eigentlich dort, wo wir vor den Parteitagen waren.
Ja, das war, wie gesagt, der Republikanische Parteitag. Aus meiner Sicht überraschend konventionell. Bei den Demokraten sah es hingegen ein Stück weit anders aus. Die Demokraten entschieden sich sehr früh, einen virtuellen Parteitag zu machen, mussten dementsprechend auch eigentlich ein eigenes Drehbuch schreiben, wie so etwas umgesetzt wird. Und dazu wird Ihnen jetzt mein Kollege Dr. Patrick Horst etwas sagen. Ja, ich grüße alle auch recht herzlich aus meinem Urlaubsdomizil. Wie Sie sehen, bin ich also hier auf einem Hausboot in Heiligenhafen und möchte mich schon mal gleich im Vorwege entschuldigen, falls ich nicht immer einwandfrei zu verstehen sein sollte oder mein Bild mal stehen bleibt. Das ist keine böse Absicht von mir. Fangen wir mal vielleicht an mit den Besonderheiten. Herr Adolf erwähnte das. Die Parteikonvente. Ich habe Ihnen einfach mal sozusagen nur 4 Folien mitgebracht, wo man im Grunde schon aus Mediensicht sozusagen auch die Vorteile solcher digitalen Parteikonvente sehen kann und auch die Nachteile natürlich. Also hier ist zum Beispiel zu sehen, dass die Fernsehquoten 2020 hier in der etwas niedriger waren, als das in den Vorjahren der Fall war. Also digitale Parteikonvente ziehen natürlich nicht so sehr, wie das tatsächlich dann Parteikonvente in Echtzeit können. Nicht? Also das, denke ich, das ist vielleicht ein Minus sozusagen dieses Formats. Ein weiterer Negativpunkt sozusagen, also zumindest aus Sicht der Medien. Nicht? Man muss sicherlich also auch unterscheiden, die Bewertung der Parteikonvente, ob man das, aus welcher Perspektive man das jeweils sieht. Also hier sehen Sie zum Beispiel die Keynote-Speech, die sonst ja immer ein einziger Rising Star der Partei sozusagen gehalten hat. Also in der Vergangenheit zum Beispiel Barack Obama 2004 ganz prominent. Oder auch Kamala Harris hat ja schon mal eine Keynote-Speech gehalten. Oder auch Elizabeth Warren dann 2016. Hier mal dann eine etwas schon reifere Frau sozusagen, die als aber ja doch relativ jung in der Politik zur damaligen Zeit war und durchaus ein Rising Star war. Dies hat man diesmal sozusagen in diesem digitalen Format sich überlegt, dass man eben keine Keynote-Speech einer Person macht, sondern hier von 17 solcher Rising Stars, also Staatsabgeordneten und Gouverneurskandidaten oder Gouverneure sind, glaube ich, wenig dabei. Also hauptsächlich sind es im Grunde Abgeordnete und Senatoren, Senatorinnen, die sozusagen in den einzelstaatlichen Legislativen dort kandidieren und sozusagen die gesamte Vielfalt des Landes und auch der Partei darstellen sollen. Das war diese Idee, die aus Mediensicht jetzt nur bedingt gelungen ist, weil man natürlich 17 Kandidaten nicht wirklich ins rechte Licht rücken kann und es auch eigentlich unmöglich ist, sozusagen ja eine hier besonders vorzustellen. Stacey Abrams war sicherlich diejenige, die hier im Zentrum dieses Formats stand. Sie hat auch immerhin 1 Minute am Ende dann zusammenhängend reden dürfen, während die anderen Kandidatinnen und Kandidaten also immer nur jeweils einen Satz alleine sprechen durften oder teilweise auch im Chor quasi. Also das ist eben teilweise etwas belächelt worden und als ein eher nicht so gelungenes Beispiel für dieses Format eines digitalen Parteikonvents dann gewertet worden in der Presselandschaft. Anders sieht es aus mit diesem demokratischen Roll Call, nicht Roll Call Across America. Das hat die Medien fasziniert, nicht weil diese förmliche
delegierten Abstimmung natürlich sonst immer relativ ereignisarm ist. Man weiß eigentlich im Vorwege, was dabei herauskommt. Und das lässt sich eben medial nicht besonders gut transportieren im Fernsehen. Da hat man jetzt eben eine Innovation gefunden hier, dass man aus allen 57 Einzelstaaten plus District of Columbia und Territorien hier so eine kurze Einspielung per Video gemacht hat, so ein bisschen wie beim Grand Prix d'Eurovision, nicht, wo man nicht, das ist natürlich dann immer mit einer hübschen kleinen Geschichte verbunden aus dem Leben von Joe Biden oder eben auch mit einer lokalen oder regionalen Besonderheit, also die Calamari von Rhode Island zum Beispiel haben dann eine besondere Aufmerksamkeit gefunden. Oder es ließ sich eben auch eine bestimmte Forderung damit verknüpfen, nicht zum Beispiel von Northern Marianas Island zum Beispiel, die zwar bei dem hier bei der Abstimmung für den Präsidentschaftsbewerber der Demokraten dann stimmberechtigt sind, aber eben noch nicht bei der Präsidentschaftswahl, nicht wie andere Territorien ja auch, Puerto Rico zum Beispiel. Solche netten Geschichten oder auch politische Forderungen ließen sich dann eben verknüpfen hier mit diesem mit dieser doch sonst sehr trockenen Abstimmung. Und das scheint so auch mittlerweile Einklang zu sein in dem im Kommentariat jetzt in den Medien oder auch in den Parteien, denke ich, dass man sich das möglicherweise dann auch für die Zukunft erhalten wird als ein gelungenes Beispiel jetzt einer Innovation im digitalen Zeitalter. Und aus Sicht der Medien auch ein Gewinn ist sicherlich auch die Kürze der Acceptance Speech hier von Joe Biden, der also nur 24 Minuten sprach. Das ist bisher die kürzeste Rede so aus den letzten 3 bis 4 Jahrzehnten, die es gegeben hat. Nur 3200 Wörter, nicht? Also man konnte die Vielredner, wie Hillary Clinton eine war und noch stärker ihr Mann Bill Clinton, der 1996 mit einer sehr, sehr langen Rede auffiel, die jetzt über 60 Minuten dauerte, noch ein bisschen kürzer war als die von Donald Trump in diesem Jahr, der ja 70 Minuten sich Zeit genommen hat, aber der, wie wir wissen, natürlich auch sehr viele Redundanzen in seinen Reden hat, aber Bill Clinton durchaus auch. Also insofern hat man gesagt, das ist eigentlich auch eine gute, eine gute Innovation hier, die Reden kurz zu halten, knapp zu halten, verständlich auch zu halten. Nicht Joe Bidens Acceptance Speech war sicherlich auch sehr überzeugend, hatte man ihm vielleicht zuerst gar nicht zugetraut. Und sie war auch klar und auch relativ auf den Punkt formuliert, nicht? Während man eben bei solchen Parteitagsreden, die in Echtzeit ja gehalten werden, eben oftmals speziell auch dann auf den Applaus hinschreibt und auch bestimmte Redebestandteile einbaut, die jetzt nicht besonders gehaltvoll sind jetzt, wenn man sie dann liest, die nur für die Stimmung eigentlich im Saal dann gedacht sind. Das ist vielleicht überflüssig und ist vielleicht ein Gewinn, wenn man darauf verzichtet. Also das waren mal so einige Einblicke vielleicht auch, was dieses neue Format und dieser digitale Parteikonvent, was dies betrifft und bezeichnet. Nebenher ist natürlich der Parteikonvent trotzdem auch nach wie vor ein ganz, ganz traditioneller gewesen. Also es war jetzt von der Technik her sozusagen komplett digital veranstaltet und es gab keine Delegierten und es gab eben das Ganze drumherum nicht mit den Feiern und so weiter und den auch diese Caucus und Councils, die es immer gibt, also wo die Gruppen sich treffen, Hispanic Caucus oder Black Caucus, Ethnic Council und wie sie alle heißen, nicht? Wo die ganze Vielfalt der Partei ja dann sozusagen inhaltliche Arbeit macht, auch das ist alles digital abgehalten worden. Aber es ist eben abgehalten worden, nicht? Und das Format, also dass es 4 Tage gegeben hat, von Montag bis Donnerstag, ist auch das gleiche gewesen. Auch der Ablauf im Groben ist im Grunde so gewesen,
wie immer, nicht, dass man zuerst einen interessanten Sprecher hat. Also Michelle Obama war es am ersten Tag, dann war es Jill Biden, die kommende First Lady am zweiten Tag, am dritten Tag Kamala Harris eben als die neue Vizepräsidentschaftskandidatin und Barack Obama, der frühere Präsident, der letzte, und am vierten Tag dann Joe Biden. Hier kann man sehen, nicht, dass es im Grunde auch die Biden-Obama-Koalition hier bekräftigt wurde, wiederum. Also an allen vier Tagen, die wirklich wichtigen Sprecher waren jeweils ein Biden oder eine Obama oder umgekehrt. Also das ist sicherlich, was die klassische Funktion anbelangt, jetzt die Partei zu einen. Nicht ist Obama immer noch die Person und auch Michelle Obama, die natürlich die ganze breite Koalition von 2008 sozusagen am besten zusammenbringen können. Ansonsten ist aber auch nicht der Ausgleich zwischen den Flügeln, würde ich sagen, ganz gut gelungen, obwohl es natürlich Beschwerden gab, dass Alexandra Ocasio-Cortez zum Beispiel nur eine Minute und etwas reden durfte, um den Sanders zu nominieren. Aber es ist, denke ich, schon, also nicht die, von den Redeanteilen sind sicherlich die progressiven Repräsentanten etwas zu kurz gekommen, Bernie Sanders oder Alexandra Ocasio-Cortez oder andere. Und auch von den Inhalten könnte man natürlich sagen, nicht, also die Demokraten haben durchaus natürlich eine Plattform verabschiedet. Und dort hat sich ja sicherlich zum größeren Teil Biden durchgesetzt gegenüber dem Sanders-Flügel. Also man hat aber das relativ frühzeitig schon im Grunde in Kanäle gelenkt und hat so eine Unity Commission oder so gegründet, nicht, die inhaltlich im Grunde diese Plattform vorbereitet hat. Und also Schwerpunkt ist natürlich die Coronavirus-Pandemie, nicht? Das ist sozusagen Thema 1 in dieser Plattform, wo es eben darum geht, dass man mehr Geld zur Verfügung stellen möchte und dass man auch nicht nur diese für diese Center, sondern eben auch für lokale und einzelstaatliche Regierungen, dass man freie Tests machen möchte, freie Medikamente, wenn sie dann da sind, also die Kosten muss zur Verfügung stellen möchte. Das ist sozusagen der große thematische Schwerpunkt. Und dann nach wie vor auch die Gesundheitsversorgung, wo also das Recht einer Gesundheitsversorgung für alle, allerdings nicht Medicare for all, nicht, wie das Sanders gefordert hatte, sondern eben nur eine Public Option soll es geben. Also im Grunde wird auf Obamacare aufgebaut und dieses System soll wieder gestärkt werden. Also hier sieht man, es ist eher sozusagen, sind den politischen Prioritäten des gewählten Präsidentschaftsbewerbers Joe Biden ist gefolgt worden. Auch in der Umweltpolitik, nicht von dem Green New Deal zum Beispiel, ist keine Rede in dem in der Parteiplattform, sondern nur von etwas bescheideneren Zielen. Und auch, man möchte nicht komplett aufhören mit der Subventionierung fossiler Energieträger. Also hier wird eben auch abgezielt dann auf die Trump-Wähler oder diejenigen, die die Demokratische Partei verlassen haben und zu Trump gewechselt sind. Auf die ist natürlich eben auch Rücksicht genommen worden. Die insgesamt auch Biden als Person natürlich dafür steht, dass er nicht nur die Einheit der Partei und nicht zwischen progressiven und moderaten Flügel herstellen möchte, sondern eben auch ausstrahlen möchte auf die Republikaner. Und das ist ja auch Bestandteil dieses Parteitags gewesen, der dann auch kritisiert wurde auf dem linken Flügel, dass eben auch den alten weißen Männern der Republikanischen Partei, John Kasich, dem ehemaligen Gouverneur von Ohio, der ja ein Präsidentschaftskandidat war 2016 und eher dem Moderator vom Flügel zu Ren Powell, dem Außenminister Bush, ist Redezeit eingeräumt worden. Okay, Herr.
Vielen Dank, Herr Horst. Wir haben jetzt kurz eine Störung gehabt, deshalb haben wir jetzt an dem Punkt, wir können es ja gerne nochmal vertiefen, wenn entsprechende Fragen kommen, aber ich würde sagen, an der Stelle schon mal vielen Dank für die wunderbare Einführung von Ihnen beiden, von Herrn Dr. Adolf und auch von Ihnen, Herr Dr. Horst. Und ich würde sagen, an der Stelle, Frau Professor Silke, bevor wir jetzt vielleicht schon auf Kamala Harris und auf Ihren Input eingehen, auch nochmal an Sie vielleicht die Frage, was Sie vielleicht selber auch am außergewöhnlichsten empfunden haben von den doch sehr speziellen Parteikonventen, die wir jetzt gesehen haben und vielleicht insbesondere auch die Rolle der Frauen, die da eingenommen worden ist. Also zum einen ja Melania Trump, wo ja viele auch doch nicht damit gerechnet haben, dass sie eine halbwegs beeindruckende Rede gerade zu Corona hält, was davor ausgeklammert worden ist von den Republikanern. Und auf der anderen Seite, einige Beispiele hat Herr Dr. Horst ja schon angesprochen, wer alles reden durfte bei den Demokraten. Aber vielleicht, wenn Sie nochmal mit Ihrer besonderen Sichtweise vielleicht da nochmal ein, zwei Impulse geben, bevor wir dann auf die Vizepräsidentschaftskandidatin eingehen. Ich hatte mich noch nicht wieder aktiv gemeldet. Ganz kurz vielleicht zu Melania. Das war natürlich eine Rede, die uns einen Donald Trump näher bringen wollte, den wir vielleicht so nicht kennen. Es war auch deutlich, dass sie da zum Teil eben einiges gut machen will, was sozusagen über den Sommer in Trümmern lag. Ihre Empathie für die Covid-19 Opfer, die Dankbarkeit an die Healthcare Workers. Ich fand es auch interessant, dass sie erwähnt hat, dass sie eine Ausstellung gesehen hat zum Frauenwahlrecht, aber da ging es ihr eigentlich nicht darum, dass Frauen auch gewählt werden sollten, sondern dass sie eben Donald Trump wählen kann. Das hat sie sozusagen etwas mitgefeiert und sie hat sich so, wie das üblich ist, auch als Produkt des amerikanischen Traums dargestellt. Also es war eine Rede, die sozusagen viele Dinge bedient, die vielleicht andere nicht bedient haben. Ansonsten ist auffällig, dass eben auf dem Republikaner-Parteitag vor allen Dingen die Familie aufgetreten ist, was auch zeigt, wie einsam es geworden ist um Trump. Und man kann da tatsächlich von so einer Art Clan-Struktur sprechen, finde ich. Das finde ich schon bemerkenswert. Bei den Demokraten, die das jetzt virtuell inszeniert haben, fand ich das eigentlich ganz gelungen. Und es war vor allen Dingen eben wichtig, dass sie wieder sichtbar werden. Man hat ja über den Sommer auch das Gefühl gehabt, die Demokraten reagieren eigentlich immer nur auf Trump und sind wenig aktiv in der Art und Weise, wie sie die Agenda bestimmen. Und ich glaube, dass es war insofern wichtig, es ist ein Ritual, aber es war ein wichtiges Ritual, um auch wieder zusammenzukommen und zu zeigen, ja, wir knüpfen an die Ära Obama an und da wollen wir sozusagen, von da aus wollen wir in die Zukunft denken und wir vergessen dann vielleicht mal diese 4 Jahre, was natürlich nicht geht und man kann natürlich auch nicht zurück. Okay, vielen Dank. Dann würde ich erst noch mal ganz kurz Herrn Adolf einbinden, weil Sie jetzt ja netterweise noch mal kurz den Trumpismus nennen, Sie auch viele erwähnt haben und die spezielle Situation, wo die Familie im Mittelpunkt war des Republikanischen Konvents. Es haben ja auch viele von diesem sogenannten Hatch Act gesprochen. Vielleicht können Sie noch mal was zu dem Setting sagen, dem sehr speziellen, vor allem am letzten Tag des Konventes, Herr Adolf. Ja, also der Hatch Act ist jetzt politisch Interessierten in den USA ein Begriff geworden nach diesem Parteitag. Gemeinhin sagt dieser Act aus dem Jahr 1939, dass man als Bediensteter der Exekutive nicht in seiner oder ihrer offiziellen Kapazität an Kampagnen teilnehmen darf oder an Kampagnenveranstaltungen, bis auf den Präsidenten und den Vizepräsidenten. Da stellte sich so ein Stück weit die Frage, weil ja das Weiße Haus zu einer Bühne gemacht wurde für den Parteitag, was es so auch in der Geschichte des Landes noch nie gegeben hat. Also der Hatch Act soll natürlich verhindern, dass Amtsinhaber gewisse Vorteile für sich nutzen können, weil sie halt einfach mehr in der Öffentlichkeit stehen, also dass man da nicht mehr oder weniger einen Dauerwahlwerbekampf machen kann.
Und ja, also eigentlich ist das dementsprechend verboten. Es gab, wie gesagt, bei der Nutzung des Weißen Hauses gibt es so ein Stück weit die Frage, da könnte man argumentieren, es ist die Residenz des Präsidenten und der verstößt ja nicht oder kann nicht gegen den Hatch Act verstoßen. Aber es konnte argumentiert werden, jeder, der Trump dabei geholfen hat, dieses Event zu organisieren, der hat gegen den Hatch Act verstoßen. Es gab ja auch diese eine Einbürgerungszeremonie, ich glaube am zweiten Tag war das, die wurde vom Heimatschutzministerium von dem Minister Chad Wolf organisiert, also der führte die durch. Und das war ganz klar ein Verstoß, dass man dort als Minister an diesem Event teilnimmt. Ein weiterer großer Verstoß war von Mike Pompeo, der Außenminister ist, der zugeschaltet wurde aus Jerusalem und dann die Trump-Außenpolitik lobte. Interessant ist hier, dass das State Department wenige Wochen zuvor noch eine Memo an alle Mitarbeiter geschickt hat, in denen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nochmal erinnert wurden, dass sie als Bedienstete der Exekutive nicht an Wahlkampfveranstaltungen teilnehmen dürfen. Und das geht teilweise so weit, dass auch ganz normale Mitarbeiter nicht irgendwie auf Facebook sagen können, spenden Sie doch bitte Geld für diese und jene Person. Und das hat aber scheinbar Pompeo nicht so gestört. In dieser Memo stand übrigens auch drin, dass vom Senat bestätigte Akteure, also beispielsweise ein Minister, der darf noch nicht mal auf einem Parteitag erscheinen, also der darf eigentlich gar nicht mal in den Saal gehen. Pompeo konnte sich vielleicht damit rausreden, dass er sagt, ich bin ja nur zugeschaltet worden aus Jerusalem und war nicht irgendwo in diesem Auditorium. Aber es, ja, es gab viele Verstöße. Das Problem hierbei ist, das Weiße Haus ist größtenteils auch bei den meisten Verstößen damit beauftragt, diese zu ahnden. Also das heißt, da die Demokraten im Kongress versuchen da momentan so ein bisschen nachzuhaken und zu schauen, was sie machen können. Aber abschließend, Mark Meadows, der Stabschef von Donald Trump, hat schon danach gesagt, den Hatch Act, das interessiert nur Leute in Washington D.C. Und ja, es ist so ein gutes Beispiel dafür, dass auch auf diesem Parteitag möglicherweise das letzte große Event von Donald Trump nochmal ordentlich gegen zumindest Normen und Konventionen und auch gegen einzelne Gesetze scheinbar verstoßen wurde, aber dass es aller Voraussicht nach keine Folgen haben wird. Okay, vielen Dank, Herr Dr. Adolf. Bevor wir jetzt gleich zu Frau Professor Silke kommen, noch eine Frage aus dem Publikum. Vielleicht kann die Herr Dr. Horst kurz und knapp, wenn er uns hört, wenn nicht, dürfen Sie noch mal heran, Herr Dr. Adolf, beantworten. Die kommt von Christoph Sieber und er fragt, die digitale Gestaltung der Parteitage hat sich vor allem auf die Bereitstellung von Material für das alte Massenmedium Fernsehen konzentriert. Warum wurde nicht viel stärker auf die Nutzung interaktiver Formate geachtet, zum Beispiel um die Basis stärker einbinden zu können? Herr Dr. Horst, haben Sie es gehört? Können Sie vielleicht kurz was dazu sagen? Ja, also ich würde sagen, ein bisschen ja, Interaktivität lässt sich Ich würde sagen, Herr Dr. Entschalte ich mich vielleicht kurz ein. Können Sie mal kurz einschalten? Herstellen. Also man hat es ja versucht, zum Beispiel bei diesem Wolf for America. Genau, wie Patrick Horst sagt, also interaktiv ist, wir sahen ja zumindest dieses, dass auch, sagen wir mal, einfache Wähler eingebracht wurden, natürlich in Filmen, die vorher aufgenommen wurden, also gerade ehemalige Trump-Wähler, die argumentierten, warum sie Trump jetzt fallen gelassen haben, dass so ein bisschen eine Verbindung mit dem einfachen Mann und der einfachen Frau oder dem einfachen Wähler geschaffen wurde. Hinsichtlich des Einbaus der Basis, nur als letzter Teil, es war durchaus vielleicht ein Vorteil für die Parteien, dass sie so große Kontrolle hatten, weil wenn man die Basis irgendwie interaktiv einbaut, dann besteht natürlich auch die Gefahr, dass irgendwas gesagt wird, was man nicht hören will. Das sah man vor 4 Jahren bei den Demokraten, dass da Sanders-Unterstützer für leichte Tumulte sorgten, weil sie nicht so begeistert waren, dass Hillary Clinton gewählt wurde. Und somit hatte man halt ein bisschen mehr Kontrolle. Das war dann alles sehr durchorganisiert. Und man wusste vorher, was gesagt wird bei den Reden, weil die ja vorher teilweise aufgenommen wurden. Und ich glaube, dass man da einfach das Potenzial für Gegenworte oder klein halten wollte. Okay. Vielen Dank, Herr Dr. Adolf. Und ich würde sagen, Frau Professor Sieke, führen Sie uns doch jetzt gerne mal ein mit Ihrem Input zu der besonderen Rolle von Kamala Harris und warum auch vielleicht die Wahl überhaupt auf Sie gefallen ist.
Ja, Ihnen allen erstmal einen ganz herzlichen Dank auch für die Einladung zu diesem Gespräch heute Abend. Ich möchte drei Anmerkungen machen zur Nominierung von Kamala Harris als Vizepräsidentschaftskandidatin und dabei auch vorausschicken, dass ich die Entscheidung für eine strategisch kluge, aber nicht sonderlich mutige halte. Harris gehört bekanntermaßen, das ist Trump scheinbar nicht bekannt, nicht zum progressiven Flügel der Partei, aber es sind eben auch keine Zeiten für Experimente. Man will Trump im November schlagen und das ist die Agenda der Partei und deshalb eben auch eine strategische Nominierung. Mein Kommentar bezieht sich auf drei Aspekte. Einmal die historische Bedeutung der Nominierung, zweitens der Kontext und auch der Prozess der Nominierung und dann die Person und die Positionierung von Harris. Sie haben ja selber in Ihrer Ankündigung zu dieser Veranstaltung von einer historischen Nominierung gesprochen. Und die Tatsache, dass wir, aber auch Harris selbst in ihrer Nomination Speech diese Nominierung als Frau als historisch bezeichnet, ist eigentlich schon bemerkenswert. Sie haben es angedeutet, Frau Hassan, es gab bislang nur zwei andere Vizepräsidentschaftskandidatinnen, Geraldine Ferraro, die 1984 mit Walter Mondale ins Rennen gezogen ist und dann Sarah Palin 2008 als Running Mate von McCain. Und das, obwohl Frauen vor 100 Jahren, das sind genau 100 Jahre her, dass Frauen politische Subjekte wurden, also wählen können und gewählt werden können. Dass also die USA bislang weder eine Vizepräsidentin noch eine Präsidentin ins Amt erhoben hat, ist während überall in der Welt Frauen mittlerweile seit Jahrzehnten höchste Regierungsämter bekleiden, ist, finde ich, nicht nur erstaunlich, sondern sie ist auch ein Effekt eines zentralen Widerspruchs der US-amerikanischen Demokratie. Und das kann man durchaus vergleichen mit einer systemischen Diskriminierung der Schwarzen. Nun fragt man sich nach den Gründen, warum besonders die Präsidentschaft, also es gibt viele hohe Ämter, die Frauen bekleiden, aber die Präsidentschaft und die Vizepräsidentschaft sind ein männliches Terrain geblieben. Und die Gründe dafür sind vielfältig. Das liegt zum einen am US-amerikanischen politischen System, an der Institution der Präsidentschaft, an Vorstellungen, gängigen Vorstellungen von Leadership, an der Dynamik präsidentialer Rhetorik. Und in die schreibt sich Kamala Harris ein. Das kann man jetzt schon sehr gut sehen. Es liegt natürlich an der Medienberichterstattung über den Wahlkampf und über die Kandidatinnen und Kandidaten. Es liegt aber auch an der Normativität von Geschlechterbeziehungen in den USA und der Persistenz von Sexismus und Frauenfeindlichkeit, die besonders in den Wahlkämpfen 2016 und 2020 deutlich wurden, weil eben Frauen und Männer gegeneinander angetreten sind. Es war ähnlich bei Obamas Präsidentschaft, dass also rassistische Bemerkungen wieder salonfähig wurden. Folglich ist so ein Kampf um diese höchsten Ämter für Frauen eine Gratwanderung. Frauen sollen kompetent und führungsstark erscheinen, aber gleichzeitig sympathisch sein. Sie sollen auch nicht zu führungsstark erscheinen, das ist ganz klar. Und als das hat sich eben Kamala Harris auch präsentiert in ihrer Nomination Speech. Sie hat es als historisches Ereignis gefeiert oder bezeichnet, dass sie jetzt eben vor den Delegierten steht. Sie hat andererseits auch deutlich an die Frauenwahlrechtsbewegung erinnert. Sie hat Proud Strong Black Women erwähnt, wie Mary Church Terrell und Shirley Chisholm. Sie hat gleichzeitig aber im nächsten Moment die Bedeutung der Familie betont. Family first. Das ist ein Glaubensbekenntnis, das keinem männlichen Kandidaten über die Lippen käme. Also sie hat wirklich versucht, sich sympathisch, kämpferisch zu bieten. Sehr klug, denke ich. Es mag verfahren. Kurz zur Vorgeschichte nochmal und zum Prozess der Nominierung. Es hat mich wenige Beobachterinnen und Beobachter verwundert oder auch verärgert, dass Joe Biden mit Harris eine der sechs Präsidentschaftskandidatinnen auf sein Ticket genommen hat, von denen man noch bis März behauptet hat, dass sie Trump nicht schlagen können und die jetzt sozusagen dabei helfen sollen, dass das bewerkstelligt wird. Vielleicht zur Erinnerung, Tracy Gerbert war die letzte, die am 19. März, die letzte Frau, die sozusagen den Wettbewerb um die Primaries verlassen hat. Im März hat Biden gleichzeitig schon
verkündet, dass, also Zitat, I would pick a woman to be my vice president. Und er hat auch betont, there are a number of women who are qualified to be president tomorrow. Es ist also ganz klar, er rechnet durchaus damit, dass er vielleicht das Amt früher abgeben muss, dass er wahrscheinlich keine zweite Administration, wenn er denn gewählt würde, bieten würde, sodass also angezeigt war, es muss eine Frau sein, die sozusagen gleich übernehmen kann. Aber nun ist es eine Frau geworden, die, wie gesagt, in den Primaries, der das genauso abgesprochen wurde wie anderen Frauen. Im Kontext der Proteste gegen den systemischen Rassismus und die Polizeigewalt gegen Schwarze in den USA war dann auch immer deutlicher angezeigt, dass es eine schwarze Frau werden sollte. Auch Amy Klobuchar machte den Weg frei mit dem Appell an Biden, eine schwarze Frau, a woman of color, als VP zu wählen. Und es waren viele andere Optionen da. Stacey Abrams haben wir schon gesehen, Will Deming, Susan Weiss, es gab auch andere. Aber die Entscheidung, die getroffen wurde, ist eine, die versucht, auf Nummer sicher zu gehen. Was sie auch zeigt, ist, dass Frauen sehr gerne als Krisenmanager eingesetzt werden, in Momenten also, in denen ein Misserfolg möglicherweise vorprogrammiert ist und wo Frauen dann auch durchaus verbrannt werden in solchen Prozessen. Das würde mit Kamala Harris, glaube ich, nicht passieren. Sie ist einfach ein politischer Pro, sie ist bekannt, sie hat eine lange Karriere, also daran muss man jetzt nicht denken. Interessant jedoch ist, dass am 3. November im Grunde über zwei demokratische Präsidentschaftskandidaten abgestimmt wird. Biden für 2020 und Harris für 2024, also wenn Biden gewählt wird oder vielleicht auch schon früher. Und auch das betont nochmal ganz deutlich, dass die Vizepräsidentschaft in diesem Wahlkampf sehr aufgewertet wurde. Sie ist sonst eigentlich ja eine nicht unwichtige Entscheidung, aber sie hat in diesem Wahlkampf ein besonderes Gewicht bekommen. Jetzt noch kurz zur Person und Positionierung von Harris. Was spricht für Harris als Vizepräsidentschaftskandidatin? Es spricht für sie, dass sie politisch erfahren ist als Generalstaatsanwältin und als Senatorin. Und sie ist eben auch durch die Primaries hinlänglich bekannt. Ihre Karriere als Generalstaatsanwältin lässt sich zusammen mit Bidens Law and Order Politik in den 90er Jahren während der Clinton-Administration natürlich so als eine Entsprechung auch für die Law and Order Politik Trumps sehen. Es ist natürlich auch ein Stein des Anstoßes und Tracy Gabbard hat das ja auch schon in den Primaries deutlich gemacht. Kamala Harris wird als schwarze Kandidatin wahrgenommen, obwohl sie wie Obama treffender als Mixed Race zu beschreiben wäre. Das ist interessant. Also man reklamiert gerne auch die schwarzen Personen als schwarz, auch wenn das nicht ganz korrekt ist. Sie scheint deshalb auch für sehr viele wählbar. Wie Obama ist sie Hoffnungsträgerin für Schwarze und für Frauen und natürlich für einige schwarze Frauen, aber durch ihren indischen Background eben auch für viele andere Minderheiten. Und ihre Nominierung ist deutlich ein Versuch, eine breite Wählerschaft zu mobilisieren. Und das muss natürlich auch das Ziel der Demokraten sein, möglichst viele ihrer Wähler an die Wahlurne zu bringen im November. Darum ist es eine kluge strategische Entscheidung. Wir werden sehen, wozu sie führt. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Wahl, die Nominierung von Harris einerseits nach vorne weist. Wie gesagt, sie ist jetzt sozusagen eine mögliche erste Präsidentin und dazu eben noch eine schwarze Frau. Sie ist aber gleichzeitig wie Biden selbst Déjà-vu. Sie knüpft an die Präsidentschaft und die zwei Administrationen von Obama an. Und das wurde auch nochmal ganz deutlich in ihrer Nomination Speech. In dieser knapp 20-minütigen Rede betitelt sie einen durch Kennedy, Clinton und Obama etablierten Diskurs der nationalen Einheit. Sie verpflichtet sich
für den Kampf der US-amerikanischen Ideale. Sie betont die Verantwortung aller, die Notwendigkeit von Veränderung. Change ist ein Wort, was viel. Sie schreibt die Bedeutung der Hoffnung auf eine bessere Zukunft fort. Hope, das sind so Vokabeln, die wir aus den Reden von Demokraten kennen. Und es ist ein deutliches Gegenprogramm zu dem, was wir von Trump hören und was wir aus seiner Rhetorik kennen. Gleichzeitig war in dieser Rede für alle etwas dabei. Also es war der Schulterschluss natürlich mit Joe. Joe will bring us together. We must elect Joe Biden. You, me and Joe. Das sind sozusagen die Agenten, die hier jetzt tätig werden. Sie hat auf den Bidens Rolle bei der Verabschiedung des Violence Against Women Act in den 90er Jahren hingewiesen. Sie hat die MeToo-Debatte angeschnitten. Sie hat die Ziele der Verbesserung der Gesundheitsversorgung erwähnt und die Stärkung des Wahlrechts. Das war eine offensichtliche Reaktion auf die auf das Handling der Covid-19-Pandemie von Trump. Sie hat ganz deutlich eine Rhetorik wiederholt, die wir von den Demokraten kennen. We stand together for a better future, change the course of history, fight with hope. Sie hat damit ein Gegenprogramm zu Trump formuliert, das aber auch auf Trump reagiert natürlich und das keine neuen Wege aufzeigt. Es ist der Spirit der Democrats, den sehr viele wiedererkannt haben bei dieser Rede. Und ich glaube, in diesem Sinne wird es auch weitergehen im Wahlkampf. Und das hat man jetzt auch in den letzten Tagen auch schon sehen können. Man knüpft also in der Vergangenheit an, um in die Zukunft zu gehen. Ja, vielen Dank, Frau Professor Sieke, für diese wunderbare erste Einschätzung. Bevor ich jetzt eine Frage stelle, möchte ich nochmal die Zuschauerinnen und Zuschauer gerne hinweisen, dass sie sich auch gerne beteiligen können, zu dem Gesagten fragen können und auch darüber hinaus. Vielleicht aber zuerst haben die beiden Herren Ergänzungen. Patrick Horst kann uns hören. Wir haben jetzt nur ein Standbild eingebaut, aber wir haben kurz miteinander dazwischen kommuniziert. Herr Dr. Horst, haben Sie eine Ergänzung? Schätzen Sie es ähnlich ein, wie Professor Siegel die Situation um Kamala Harris geschildert hat, auch bezüglich, dass sie jetzt the strongest candidate auch für 2024, also quasi schon die Zukunft der Demokratischen Partei auch verkörpert? Oder würden Sie das anders beurteilen? Das würde ich auch so sehen, ja. Also sie ist mit Sicherheit auch mit Blick auf 2024 aufgestellt worden. Sicher ist sie eine vorsichtige Wahl. Das, denke ich, kann man auch unterstützen. Allerdings wäre meine Erwartung an die Politik, gerade wenn es um den Präsidentschaftsprozess geht, wäre auch eher wahrscheinlich die, dass man eher sozusagen Status quo verhaftet ist und in die Vergangenheit schaut, um in die Zukunft zu gehen. Also ich würde nicht allzu hohe Erwartungen sozusagen an die Auswahl eines Präsidentschafts oder hier einer Vizepräsidentschaftsbewerberin stellen, sondern sie geht sicherlich war es natürlich in gewisser Weise hätte man etwas mehr vielleicht erwarten können. Nicht unbedingt in der Auswahl. Ich denke, das ist wirklich eine gute Wahl, auch wenn es vielleicht nicht die radikalste Wahl gewesen ist. Und auch wenn sich in dieser Wahl natürlich auch nach wie vor, sage ich jetzt mal, Ideen zeigen, die vielleicht noch nicht so progressiv sind, wie wir eigentlich denken, dass wir sind oder dass die USA sein sollten. Nicht? Also ich unterstütze das, dass ich es etwas verwunderlich fand, dass eben Kamala Harris dann eben auch ihre Rolle als Mom und Mamala, wie das Stiefkind sie nennt, und ihre Partnerschaft dort mit dem Doug Imhoff sozusagen ins Zentrum auch teilweise ihrer Rede gerückt hat. Das müsste eigentlich gar nicht mehr sein, finde ich. Es zeigt aber eben doch, wie stark diese Forderung zu sein scheint in der amerikanischen Kultur an die Frauen, einem solchen Frauenbild eben gerecht zu werden. Das erstaunt mich immer wieder aufs Neue, wo ich dachte, wir sind eigentlich schon sozusagen ein bisschen weiter. Okay. Aber sozusagen die
ja, die wirklichen Schritte oder die progressiven Schritte in die Zukunft können, glaube ich, generell die Präsidentschaftskandidaten oder Vizepräsidentschaftskandidaten tun, sondern die werden dazu gezwungen von den sozialen Bewegungen. Und da bin ich eigentlich relativ optimistisch, auch wenn es mit Joe Biden jetzt ein relativ konservativer oder moderater Demokrat ist, dass er eben durch die sozialen Bewegungen, die sich gebildet haben und ja auch radikaler in ihren Forderungen geworden sind, dass er eigentlich eine relativ progressive Präsidentschaft möglicherweise sein kann, darstellen kann. Also da bin ich sozusagen relativ optimistisch, dass er eben auch in diese Richtung gezwungen wird und dass er möglicherweise auch eben, weil er ein alter weißer Mann ist, hier etwas größere Handlungsspielräume hat, sozusagen in diese Richtung dann auch zu gehen und deutlich progressivere Politik zu machen, als man das eigentlich denken würde. Okay. Vielen Dank, Herr Dr. Horst. Bevor wir Herrn Dr. Adolf einbeziehen, noch mal kurz eine Frage an Professor Sielke. Jetzt haben wir viel von Einigkeit gehört und ja, eigentlich eben nicht die ganz progressive Wahl auf Kamala Harris, aber nichtsdestotrotz ist sie ja bei manchen Themen doch durchaus progressiver als Joe Biden es ist. Und ein Thema, was jetzt auch schon angeklungen ist, ist ja das große Thema Abtreibung, was ja in den USA doch immer noch eine besondere Stellung einnimmt und nochmal anders diskutiert wird als auch zum Beispiel bei uns in Deutschland. Und da ist es ja ganz klar so, dass zwar beide pro-choice, wobei sich Biden da ja auch immer ein bisschen bedeckt hält, weil er ja doch auch von einem konservativeren Flügel kommt, sie aber ja ganz klar sogar auch bei Late-Term-Abortion, also bei sehr später Abtreibung, sich klar immer dafür ausgesprochen hat und ja auch die so wichtigen Verbände in den USA ja auch immer hinter sich weist durch ihre Positionierung. Könnte das etwas werden, jetzt auch mit den Angriffen, die ja von Donald Trump auch jetzt angefangen haben diese Woche auf Sie als linksradikale Liberale, wo Sie ja schon ein bisschen entmächtigt haben, ein Thema, wo es eventuell kritisch wird, für die beiden in Einklang zu geraten? Oder passt sie sich Ihrer Meinung nach vielleicht dann doch eher an den Konsens von Joe Biden an? Also ich denke, dass sie da relativ überzeugt ist und auch nicht zurückrudern wird. Ich glaube, das ist auch eine Position, die sie mit vertreten muss, weil eben Abortion versus Wade von 73 jetzt wieder dermaßen unter Beschuss ist. Und das ist, glaube ich, ein Meilenstein der Frauenbewegung. Und das hat ja auch sehr viel mit sozialer Ungleichheit zu tun, mit den Möglichkeiten, den unterschiedlichen Möglichkeiten, die Menschen haben, Kinder großzuziehen. Also ich würde denken, das ist sicherlich eine Position, von der sie nicht zurückrudern wird. Und ich glaube, das geht dann auch so in die Richtung, wie Patrick Horst das eben auch schon gesagt hat, diese Präsidentschaft mit der Vizepräsidentin kann vielleicht eine Politik machen, die wirklich radikaler ist, als der Anschein es jetzt sozusagen vermuten lässt. Das wäre meine Einschätzung. Ich glaube, das ist eine wichtige Position und da gibt es ja schlecht irgendwie so einen, es gibt einen zwischendrin, ne? Also wie Sie erwähnt, Late Abortions, darauf könnte man vielleicht verzichten, aber ich glaube, da ist Ihre Position relativ klar und wird hoffentlich auch bleiben. Okay, was wir ja auch schon, Sie schon angesprochen hatten und wir auch letzte Woche schon in unserer ersten Folge diskutiert haben, ist ja auch die Verschiebung immer mehr zu einem Law and Order Wahlkampf ja auch, vielleicht bedingt auch durch die sozialen Bewegungen, die ja auch ja schon Herr Dr. Horst auch ansprach, die in den USA im Moment ja vonstatten gehen. Sie haben die Vergangenheit angesprochen von Kamala Harris als Generalstaatsanwältin. Vielleicht, wenn wir da jetzt ja einen Dr. Adolf einbeziehen, Trump versucht das ja doch gerade für sich auch zu nutzen und das als ein Wahlkampfthema zu definieren. Hat er dabei gute Chancen oder ist es eher so, dass, wie Frau Professor Silke auch sagte, in der Kombination Joe Biden aus der Clinton-Ära, Law and Order aus den 90er Jahren, gepaart eben mit der doch sehr toughen Generalstaatsanwältin Kamala Harris, dass da auf der einen Seite nicht viel zu holen ist? Oder ist das Problem vielleicht sogar von Kamala Harris und Joe Biden, dass sie da wieder vielleicht gar nicht progressiv genug sind für einige, vor allem auch Afroamerikaner? Ja, also ich glaube, das Thema Law and Order erscheint ja immer wieder als Punkt, wo gefragt wird, könnte Donald Trump wie 1968 Richard Nixon antreten?
Und was dann natürlich eingebracht wird, ist die klare Antwort, Nixon trat als Herausforderer 68 an, während Donald Trump der jetzige Präsident ist. Und das ist halt das große Problem von Trump. Ich habe es ja anfangs schon gesagt, zu sagen, so sieht Joe Bidens Amerika aus, ist ein relativ schwaches Argument, wenn momentan Donald Trumps Amerika diese Unruhen hat und Proteste hat. Und ich glaube, dass Trump da auch sehr viele Probleme hat, wirklich über die Basis hinaus Wählerinnen und Wähler anzusprechen. Weil ich glaube, es gibt durchaus viele oder beträchtliche Wähler, die vielleicht auch Probleme haben mit bestimmten Gewaltexzessen bei Demonstrationen, die aber nicht glauben, dass Trump derjenige ist, der diese Exzesse beenden wird oder auf eine akzeptable Art und Weise beenden wird. Weil sowohl Biden als auch Trump versprechen ja, dass sie für Ruhe sorgen werden. Aber Trump ist derjenige, der eher fast mit dem Militär droht und dem Insurrection Act und sagt, wenn das so weitergeht, dann schicke ich irgendwann übernehme ich irgendwann die Kontrolle über den National Guard, während Biden halt einen anderen Weg vorschlägt. Und ich glaube, da ist für Trump über die eigene Basis hinaus sehr wenig bei dem Thema zu holen. Und wir sehen es ja auch, dass obwohl Kenosha und auch Portland und dortige Vorfälle in den letzten beiden Wochen die Schlagzeilen dominiert haben, ist Biden nicht wirklich in der Lage gewesen, ist Trump nicht wirklich in der Lage gewesen, merkbar in den Umfragen aufzuholen. Und er hat, das ist so interessant, vor 4 Jahren auf dem Parteitag auch gesagt, ich muss mal nachschauen, was das genaue Zitat war, aber 2016 sagte er, I have a message for all of you, the crime and violence that today afflicts our nation will soon come to an end. Und 4 Jahre später sehen wir, dass es dem Land hinsichtlich Unruhen, wo auch immer die herkommen, schlechter geht. Also da würde ich sagen, ist vielleicht Fokussierung auf Law and Order fast so ein leichtes strategisches Eigentor. Eine Anschlussfrage doch nochmal für Sie jetzt, weil es passt, Herr Dr. Adolf, aus dem Publikum von Max Voigt, der fragt, kann Trump seinen Vizepräsidenten Mike Pence nochmal als Joker einsetzen? Stichwörter wären evangelikale Wähler, Law and Order, was wir schon angesprochen hatten, und auch eben konservativer Präsident, eventuell dann eben er selber für 2024 positioniert. Also zuerst einmal würde ich sagen, generell zum Thema Vizepräsidenten, dass Vizepräsidenten sehr selten Joker sein können. Also, dass sie Wahlen entscheiden, das ist eher, wenn sie negativ auffallen, wie es bis 2008 bei Sarah Palin gesehen haben. Pence war vor 4 Jahren eine vielleicht durchaus gute Wahl, weil er eben christlich-konservative Wähler angesprochen hat, bei denen Trump damals etwas schlechter dastand, weil er die Partei vereinen konnte. Eine Person aus dem Establishment, ehemaliger Gouverneur, ehemaliges Mitglied des Repräsentantenhauses. In gewisser Weise braucht Trump, das ist das Interessante, momentan Pence gar nicht so wirklich, denn die evangelikalen Wähler, die sind stark auf Trumps Seite, die sind sehr zufrieden mit seiner Politik, nicht unbedingt mit seinem persönlichen Charakter, aber Trump hat da den Evangelikalen fast jeden Wunsch von den Lippen abgelesen. Wir haben es gerade ja schon besprochen, Thema Abtreibung, wo der Bund relativ wenig Kompetenzen hat, aber wo Trump auch gewisse Einschnitte umgesetzt hat. Das heißt, also die Rolle von Pence, er wird bei dem Vizepräsidentschaftsduell auftreten, aber Pence mehr noch als vor 4 Jahren wird er, glaube ich, eine eher untergeordnete Rolle spielen. Er ist bis jetzt ein sehr treuer Vizepräsident gewesen, was man auch verstehen kann. Das Interessante ist, er tritt teilweise präsidialer auf als der Präsident, was auch eher außergewöhnlich ist, weil normalerweise der Vizepräsident derjenige ist, der so ein bisschen attackieren soll oder die attackieren soll. Und im Hinblick auf 2024, da, wie gerade gesagt wurde, ich glaube, Kamala Harris ist sehr gut positioniert, egal was passiert. Wenn Biden gewinnt, dann würde ich auch sagen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie die nächste Kandidatin zumindest wird. Bei Pence ist, oder bei den Republikanern ist, glaube ich, momentan sehr viel offen, wer sich da, welche Akteure sich nach Trump durchsetzen werden, was selbst die Hoffnungen von Pence sind, ob er auch nochmal oder ob er als Präsidentschaftskandidat antreten möchte oder ob andere Personen sich einbringen wie Nikki Haley oder auch an Tim Scott, den ich ja erwähnt habe. Also da würde ich persönlich Mike Pence momentan jetzt nicht unbedingt als den odds on favorite, den Favoriten auf die nächste Kandidatur der Republikaner sehen.
Okay, vielen Dank, Herr Dr. Adolf. Dann springen wir noch mal kurz zurück und an Professor Sieke. Die Rolle der Frau in Hillary Clinton hat sich ja bekanntlich vor 4 Jahren sehr schwer getan, gerade auch da diese Wählerschaft zu bewegen, für demokratisch abzustimmen. Werden wir das unter Kamala Harris und dem Einfluss, Sie haben ja schon gesagt, in ihrer Rede hat sie sich ja sehr bemüht, mit Family First zu agieren. Sie ist Stiefmama, sie ist aber jetzt auch nicht, sie ist schon eher als Karrierefrau auch trotzdem selber aufgetreten. Also ist sie zumindest bekannt geworden und groß geworden als eine sehr taffe Frau. Schafft sie das in dieser Kombination diesmal besser, dieses Wählerklientel für die Demokraten wieder zu gewinnen? Entschuldigung, ich hoffe sehr, dass die demokratischen Wähler auch so einen Lernprozess durchgemacht haben. 2016 sind ja auch die Sanders-Anhänger dann entweder gar nicht zur Wahl gegangen oder sie haben Trump gewählt. Da kam ganz vieles zusammen und ich glaube, es ist deutlich geworden, wenn man diesen Spuk im Weißen Haus beenden möchte, und das wollen die Demokraten ja, dann müssen sie zur Wahl gehen, und das nützt auch nichts, sozusagen jetzt seine Kritik über Wegbleiben oder andere Personen wählen sozusagen zu zeigen. Ich denke, bei Clinton hat ja, also ich habe den ganzen Sommer natürlich immer nur gepredigt, dass die Birne ist geschält, Clinton wird es. Man hat es nicht begreifen können, dass eine kompetente Frau gegen einen absolut unerfahrenen und kompetenten Donald Trump verlieren könnte. Aber man hat es auch unterschätzt, wie viel Kritik eben an Clinton aufgelaufen war. Sie war ja 4 Jahre in der Politik und ist immer beobachtet worden. Sie hat natürlich auch Entscheidungen getroffen, die nicht jeder mochte. Das gilt wahrscheinlich auch für Kamala Harris, aber das waren Entscheidungen auf einer ganz anderen Ebene. Ich glaube, sie ist auch aus einer privilegierten Familie. Also sie hat sicherlich jetzt auch nicht den Anschein einer jemand, der aus einem anderen Background kommt. Aber ich glaube, es ist ein Lernprozess auch. Und es ist auch eben nochmal eine andere Frau, die da antritt, mit einem anderen ethnischen Hintergrund, in einem anderen Kontext. Und es wird eben auch deutlich, wie wichtig sie ist, weil Biden ja auch nicht der Kandidat ist, den nun alle wirklich wollten. Und sie verjüngt die ganze die ganze Sache nochmal. Ich glaube, und sie hat natürlich die gleichen Probleme auch, also diese Gratwanderung in der Selbstpräsentation. Aber ich denke, sie hat schon einen anderen Weg eingenommen. Also auch durch ihre Reden wird deutlich, sie schreibt sich ein in eine Rhetorik, das macht sie anders als Clinton. Interessanterweise, und ich fand das bei Clinton sehr, sehr mutig, Clinton hat sich ja auch immer rückgebunden an die Frauenbewegung des 19. Jahrhunderts und der 70er Jahre, das machen sie alle. Also das hat selbst Melania Trump gemacht, indem sie die Wahl uns erzählt hat, dass sie auf einer Ausstellung war, wo es um das Frauenwahlrecht ging. Also diesen Schritt machen sie alle in gewisser Weise. Und den muss man vielleicht auch machen. Aber ich glaube, mit Kamala Harris ist die Demokratische Partei dann eben nochmal breiter aufgestellt. Und sie ist vielleicht einfach nicht so kontrovers, wie Clinton das war. Okay, vielen, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Um jetzt auch wieder Herrn Dr. Horst einzubinden. Sie sind ja auch vergleichender Politikwissenschaftler. Vielleicht können Sie auch noch mal was genauer zu diesem Gender Gap, von dem man ja immer gerne spricht, auch im Wahlverhalten sprechen, der sich ja auch bei den Demokraten zu Buche geschlagen hat. Ja, also der Gender Gap ist natürlich unheimlich ausgeprägt in den USA. Ich glaube, das kann man in anderen Staaten, wenn man jetzt nach Deutschland oder anderswo schaut, eine solche Kluft jetzt zwischen demokratischen und republikanischen Wählern, was den Gender Gap anbelangt, der ist ja, seit Clinton ist er beständig gewachsen zugunsten der Demokraten, und unter Trump jetzt sind es ja, glaube ich, fast 19% oder so, die das oder Prozentpunkte, die dazwischen liegen. Auch wenn Trump 2016 eben noch die weißen Frauen zumindest gewonnen hat. Aber das lag eben
wie Frau Silke auch sagte, eben an der kontroversen Figur Hillary Clinton, die eben sehr, sehr hohe Negativwerte hatte. Und insofern auch bei Frauen, jetzt weißen Frauen zumindest, auch nicht sonderlich beliebt war. Aber eben auch schlechte Werte bei Schwarzen erzielt hat. Nicht? Das hat man ja in den Wahlanalysen dann gesagt, dass eben in einigen entscheidenden Battlegrounds im Grunde auch der Turnout der Schwarzen eben nicht gereicht hat in Michigan und anderen Staaten. Und hier ist Kamala Harris natürlich eine Wahl, die einfach strategisch klüger ist und die eben die Stimmen für die Demokraten dann auch holen wird unter Schwarzen. Nicht? Sie ist eigentlich sehr gut angekommen jetzt beim Black Caucus und auch bei den anderen Minoritäten. Insofern wird sie hier die Stimmen sicherlich liefern und es wird nicht an einem mangelnden Turnout der Schwarzen oder der Minoritäten jetzt scheitern, die Wahl von Biden und Harris als Ticket. Okay. Und zu Dank. Trump vielleicht würde ich nochmal vielleicht ergänzen, jetzt die Frage, ich stimme Philipp Adolf da natürlich zu, dass es im Grunde eigentlich ein Eigentor ist, jetzt die nationale Sicherheit und Law and Order sozusagen zum Kernpunkt des Wahlkampfes zu machen, wenn man jetzt von normalen Voraussetzungen ausgeht. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte als Kalkül, das bei Ihnen dahinter steht, ist, dass er eben die Wahl nicht auf regulärem Wege gewinnen will, sondern eben, indem er seine Basis dort aufhetzt sozusagen, nicht? Dann die erreicht er natürlich mit diesem Schüren von Angst, nicht vor den kriminellen Schwarzen und so weiter. Also das ist mein Gedanke möglicherweise, was bei ihm an Kalkül dahinter steckt, dass er seine Basis aufhetzen will und sozusagen auch einen schmutzigen Wahlsieg und einen, der möglicherweise lange vor Gericht ausgefochten wird, etc. Nicht? Also dass Trump eigentlich der Antritt als dynastischer Herrscher, das haben wir ja auch, sagte Frau Silke auch, der sozusagen mit seinem Clan, als Clan-Chef hier antritt in dieser Wahl. Nicht so, so könnte ich mir das erklären, dass er dieses Thema so hoch jatzt. Okay. Vielen Dank, Herr Dr. Horst, für Ihre Einschätzung. Herr Dr. Adolf, vielleicht können Sie auch noch mal was zu diesem bekannten Gender Gap, den hat ja Dr. Horst gerade ausgeführt, dass der ja sehr ausgeprägt, vor allem in den USA ist, und noch mal seitens der Republikaner sagen, weil da wurde ja, muss man dann sagen, vor 4 Jahren doch erfolgreicher agiert. Und die Frage ist, wie wird das in diesem Jahr vielleicht weiter verschärft oder bleibt man sich einfach treu? Ja, also wie gesagt wurde, diese Gender Gap existierte seit geraumer Zeit und sie ist immer größer geworden. Sicherlich hat das auch etwas mit dem steigenden Konservatismus bei der Republikanischen Partei in bestimmten Bereichen zu tun, denn die Partei hat sich in vielen Fragen nochmal nach rechts bewegt, ob das so etwas ist wie Abtreibung oder halt auch andere gesellschaftspolitische Aspekte. Das war auch ein Punkt, der jetzt vor dem Konvent nochmal aufgegriffen wurde, das gesagt wurde von bestimmten moderaten Kräften in der Partei, wir können nicht einfach nochmal das Parteiprogramm von 2016 übernehmen, weil da müssen wir vielleicht doch mal ein bisschen was ändern, in Teilen vielleicht etwas mildere Sprache einbauen. Sicherlich ist aber auch interessant, vielleicht, es ist eben nicht nur ein Gender Gap, sondern auch ein Race Gap. Also weiße Frauen haben Donald Trump mehrheitlich vor 4 Jahren unterstützt. Und dieses Segment, das ist so ein bisschen abgewandert auch, aber hauptsächlich halt aufgrund der Rhetorik von Donald Trump. Und die hat man jetzt eben versucht zurückzugewinnen, eben indem auch prominente Frauen zu Wort kamen. Interessant ist, wir sehen durchaus dieses Jahr relativ viele Kandidatinnen auf republikanischer Seite für die Kongresswahlen, die wir ja auch in ein paar Wochen besprechen werden. Da ist man immer noch weit von den demokratischen Zahlen entfernt, aber zumindest bei den Kandidatinnen sieht es dieses Jahr gut aus, obwohl man sagen muss, dass wahrscheinlich einige Republikanerinnen im Senat dieses Jahr ihren Platz verlieren werden, weil sie in Bundesstaaten antreten, in denen sie nicht so gut dastehen. Aber die Republikanische Partei schlussendlich hat es schon erkannt, dass sie bei diesem Gender Gap sich etwas anders positionieren muss. Mehr Visibility für Frauen, mehr Frauen in hohen politischen Ämtern, dass man dann vielleicht auch irgendwann in Zukunft
nochmal, ich meine, 2008 hatte man immerhin eine Frau als Vizepräsidentschaftskandidatin, aber in Zukunft dann auch nochmal weitere Kandidatinnen in petto hat. Ja, und ich würde sagen, fast schon die letzte Frage natürlich an Professor Sielke. Wir nehmen nochmal das Publikum mit rein, passend zum Thema. Sie haben da Ihre Prognose schon gegeben, aber Matthias Hahn fragt, wann sind die USA bereit für eine farbige weibliche Präsidentin? Also gehen wir von Ihrer Prognose 2024 vielleicht aus, weil er sagt, Hillary Clinton ist auch gescheitert, weil die USA nach Barack Obama, dem ersten farbigen Präsidenten, nicht schon wieder bereit waren für ein weiteres Novum einer ersten weiblichen Präsidentin. Teilen Sie das oder sagen Sie, jetzt sind wir in den nächsten Jahren dann doch bereit, diesen Schritt eventuell mit Kamala Harris zu gehen? Da kann man wirklich sagen, Race Trump's Gender. Also ich glaube, dass es vielleicht sogar zuerst eben eine schwarze Präsidentin gibt, bevor es eine weiße gibt. Und das ist ein komplexer Zusammenhang, denke ich. Aber ich würde das so interpretieren. Ich glaube, 2016 hieß es ja immer, Hillary ist nicht die Richtige. Ne? Und wir hatten jetzt 6 Frauen, viele davon sehr kompetent, die es wieder nicht sozusagen in die Endrunde geschafft haben. Und interessanterweise, selbst bei einem Präsidentschaftskandidaten wie Biden, der eigentlich die Schwarzen schon hinter sich hat, kommt jetzt eine schwarze Vizepräsidentin auch noch dazu. Also im Grunde, da wird da so auch was verdoppelt. Und das geht scheinbar besser, offensichtlich. Es ist die Situation der Zeit im Moment auch. Also Kamala Harris wäre wahrscheinlich nicht nominiert worden oder vielleicht nicht nominiert worden, hätten wir nicht die Entwicklung über den Sommer gehabt und die Unruhen und so weiter und die fortgesetzte Gewalt gegen Schwarze durch die Polizei und so. Also man muss den Kontext sehen, darum habe ich das auch nochmal betont. Aber Race, Transgender. Wir haben das Frauenwahlrecht viel später gehabt. Wir hatten die Befragung der Schwarzen oder die Emanzipation der schwarzen Männer nach dem Bürgerkrieg oder im Bürgerkrieg dann. Ne? Also insofern ist das ein Muster, was sich wiederholt. Also auch die Tatsache, dass wir vorher einen schwarzen Präsidenten haben, bevor wir eine Frau haben, ist genau das gleiche Muster. Und das scheint sich fortzusetzen, interessanterweise. Und darüber kann man noch mehr sagen, aber wir sind, glaube ich, am Ende. Wir haben es für heute haben wir das Ende gefunden, aber ich finde, das ist schon mal ein schöner Ausblick und da können wir gerne an einem anderen Zeitpunkt anknüpfen. Aber für heute darf ich mich erstmal ganz herzlich bedanken bei Ihnen allen, bei unseren Zuschauerinnen und Zuschauern für Beteiligung und Fragen, vor allem fürs Interesse, vor allem bei Ihnen, Frau Professor Sielke, unserem Gast heute, für Ihre Expertise und Ihre sympathische Art, das Ganze hier zu beleben, auch natürlich mit den beiden Experten, Herrn Dr. Adolf und Herrn Dr. Horst. Ich darf Sie alle gerne auf nächste Woche schon verweisen. Dann stellen wir uns die provokante Frage, sind Wahlen käuflich? In den USA spielt Geld natürlich eine große Rolle und Dr. Patrick Horst wird darüber sprechen mit Dr. Jörn Hebenstreit von der Universität Jena. Und da schauen wir uns an, was das Geld der Kandidaten, der Parteien und auch der wichtigen Interessengruppen auslöst und nicht auslöst. Also wir freuen uns, bleiben Sie uns gewogen, schalten Sie nächste Woche wieder zur gleichen Zeit am gleichen Ort ein. Und ansonsten allen einen schönen Abend und vielen Dank.